Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das ein recht spontanes Video. Ich bin inspiriert worden von einer Kundin gestern und habe darum gedacht, ich glaube, das Thema müssen wir mit mehreren Leuten besprechen. Ich weiss gar nicht so genau, wie ich das Video eigentlich nennen will. Ich erzähle euch mal den Background. Es ist möglich, dass ich das Ganze jetzt noch ein bisschen ausschmücke, vielleicht noch ein bisschen Beispiele dazu nehme, die sie gar nie erzählt hat. Also einfach, wenn du das schaust, denk nicht, okay, was erzählt Laura da noch zusätzlich? Ich will deine Geschichte als Anlass nehmen, aber vielleicht noch ein paar andere Beispiele reinbringen. Also folgendermaßen: Kundin bei mir. Sie erzählt mir, ich kenne sie schon ganz lange, sie ist schon lange bei mir. Und sie erzählt mir von, auch ein bisschen vor sich an eigentlich. Und irgendwann ist mir aufgefallen, sie erzählt sehr viel von ihrem Geschäft. Ja, eigentlich vor allem vom Geschäft, aber auch so ein bisschen Familie. Und es ist dann eigentlich so ein bisschen darum gegangen, wie ihre Arbeitskolleginnen vor ihren Chips essen, wie es immer nur um Diäten geht, wie alle immer am Abnehmen sind, wie alle immer am Erzählen sind von dem oder gerade wieder eine neue Diät anfangen oder ihre Saftkur gerade startet. Das Gleiche bei der Familie, es geht immer nur um das Thema Gewicht, es wird sehr viel angesprochen. Und jedenfalls, ich glaube, es ist ihr gar nicht so aufgefallen, aber es ist einfach noch spannend gewesen, zum Zuschauen, weil es ist nur noch so gewesen, und die macht das und die macht das und die macht das und es deprimiert mich oder es demotiviert auch, weil einem selber beschäftigt das Thema vielleicht viel mehr, als man will zugeben. Und eigentlich mein Resümee daraus, und um das soll das Video heute eigentlich gehen, ist gewesen, aber stopp mal schnell. Du gibst dem allem so viel Energie. Und schlussendlich bist du diejenige, die nicht vom Fleck kommt. Weil alle anderen machen irgendetwas. Die erzählen und tun und machen ihre Diäten. Auch wenn die Diäten scheiße sind. Aber die machen etwas. Das Problem ist, wenn man sich immer nur auf alles rundherum fokussiert, bleibt man selber stehen. Ihr dürft euch nicht Energie und Zeit rauben lassen von Leuten, die nicht relevant sind. Es ist kackegal, was Person Nummer 1, 2, 15 und 36 macht. Es geht um euch. Hört auf, euch aufregen über Leute, die irgendetwas machen, wo euch triggert, wo euch vielleicht unbewusst beeinflusst. Meistens ist es ja das, sonst regt es einem nicht auf, oder? Und kümmert euch um euren eigenen Scheiß. So einfach ist es eigentlich. Es nützt mir nichts, wenn ich, sagen wir jetzt zum Beispiel, ich habe eine Nachbarin. Und die Nachbarin ist super, wenn es darum geht, um diszipliniert zu sein. Die geht jeden Morgen joggen und sie fängt jetzt eine Softkur an. Und ich finde das voll nicht gut. Fangen wir mal so an. Jetzt ist aber das Problem, in den meisten Fällen, ist das Problem an dieser ganzen Situation, dass ich Disziplin nicht habe, zum täglichen Sport zu machen und schon gar nicht für eine Saftkur. Oder ich bin möglicherweise die ganze Zeit zuhause und denke, hey, nein, jetzt habe ich schon wieder keine Disziplin gehabt, ich habe schon wieder etwas nicht durchgezogen, ich habe schon wieder nicht können abnehmen oder was auch immer das Ziel ist. Ich will eigentlich nicht immer nur aufs Abnehmen gehen. Und dann triggert mich das, weil die macht es, auch wenn sie einen Scheiß macht, aber sie macht etwas. Und anstatt dass ich mich über diese Situation aufrege, kann ich ja eigentlich für mich schauen, was könnte ich dann machen, dass ich einmal Erfolg habe. Weil immer nur bei den anderen schauen, oder das ist das Gleiche mit dem Vergleichen auch auf Instagram, das nützt euch auch nichts. Ich meine, eigentlich könnt ihr das Instagram abstellen, geht in dieser Zeit joggen. Weil wenn ihr das Bild anschaut oder die Profil, dann verplempert ihr einfach die Zeit, die ihr euch selber fertig macht, wo ihr nie hinkommt. Macht etwas dafür. Ich meine das wirklich von Herzen ernst. Macht etwas. Weil das andere bringt euch keinen Erfolg. Ihr macht euch nur fertig. Und ich glaube wirklich, ich weiss das, dort, wo man seine Energie anlenkt,
das trifft ein. Auch wenn vielleicht nicht immer so, wie man es denkt, aber wenn ich mich nur aufrege über meine Arbeitskolleginnen, über meine Familie, über meine Freunde, über meine Nachbarn, was auch immer, ja, es kann mich ja nur, also da können ja nur negative Energien entstehen. Aber in dieser Situation kann ich ja einfach sagen, weißt du was, sollen die machen, was sie wollen, aber ich kümmere mich um mich. Und in dem Moment kann ich eigentlich anfangen, mir mein Konstrukt erstellen. Und wenn ihr dort einen Erfolg habt, dann lasst ihr euch auch nicht beeinflussen von anderen. Scheiße ist, wenn ihr euch selber immer so fertig macht, dann hat das einen riesen Einfluss auf euch. Darum müsst ihr schauen, dass euer Konstrukt eigentlich fest aufgebaut ist. Dass ihr wisst, ich gehe jetzt gleich noch, ich nehme schnell das Thema Diäten oder Abnehmen. Ihr wisst, was ihr essen wollt. Ihr wisst, was ihr für Sport machen wollt. Ihr wisst, wie ihr euch Regenerationszeit gebt, wenn ihr entspannen wollt. Ihr kennt euer Ritual. Und wenn ihr das habt, dann kann da auch niemand rütteln. Aber Scheiße ist, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr euch immer wieder verunsichern lasst, dann ist das so schwierig. Und dann kommt ihr immer wieder an den gleichen Punkt und fangt wieder von neuem an. Und das ist so schwierig. Also was ich euch eigentlich wirklich sagen damit ist, schaut, wo ihr eure Energie angebt. Und wenn ihr merkt, etwas tut euch nicht gut, Kopfendeckel. Ich weiss nicht, wie alt ihr seid, aber ich sage jetzt mal, in meinem Alter müssen wir echt so weit sein, dass wir Nein sagen können. Dass wir sagen, weisst du was, das passt mir nicht, ich will das nicht. Bitte lass mich in Ruhe mit deiner Meinung, ich habe dich nicht danach gefragt. Lenk mich nicht ab mit deinem Geschnurr, ich brauche meine Zeit. Was auch immer, aber sagt es doch. Ihr müsst es nicht emotional sagen. Ich sage es ein bisschen emotional. Aber ich könnte es sachlich sagen. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel hatte, Tischnachbarkollegin beim Arbeiten schnurrt die ganze Zeit. Lenkt sie ab mit irgendwelchem Gugus. Ich weiß gar nicht, was sie erzählt. Aber dann ist es Zeit, dass er einfach sagt, hey, schau, erzähl mir doch das in der Pause. Oder ich könnte ja auch sagen, schau, ich probiere mich gerade auf meine Arbeit zu konzentrieren, erzähl es mir doch nachher. Und das sind Sachen, ich meine, gut, man weiss nie, wie es bei der anderen Person ankommt, mit welchem Ohr dass sie das hört. Aber grundsätzlich, probiere es sachlich formulieren. Nicht böse, nicht als Angriff, aber einfach sachlich. Und so könnt ihr eben auch anfangen, sachlich mit solchen Sachen umzugehen und das nicht immer so emotional zu sehen oder emotional zu reagieren. Weil das Problem ist ja, wenn wir emotional reagieren, wenn uns das so aufregt, dann kommen wir heim und was essen wir? Schoki, Guetzli, Chips, whatever. Weil wir das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin so eine Arme, ich habe wieder den ganzen Tag denen zuhören. Oder der und der hat mich den ganzen Tag aufgeregt, also habe ich das jetzt verdient. Und das darf nicht sein. Wenn wir essen, müssen wir uns nicht belohnen. Wir können uns belohnen mit Baden, mit einem Wellness-Tag, mit einem guten Gespräch, mit einem Tee, whatever. Aber mit Essen müssen wir uns nicht belohnen. Essen hat keine emotionale Bindung in dem Sinn. Das heisst nicht emotional im Sinn von im Familienkreis und so. Aber eigentlich, Essen ist Nahrungsaufnahme. Darum eigentlich müssen wir mal aufhören, so verdammt viel Wert in das Essen zu geben. Das heisst nicht Wert in die Nahrungsmittel verlieren, gar nicht. Aber wir müssen aufhören, das Essen so als riesig anschauen. Das Thema ist gar nicht so gross. Sie müssen einfach essen, dass sie satt sind, dass sie Energie haben und dass sie gesund bleiben. Aber der ganze Rest, da ist so viel Energie drin, die es nicht bräuchte. Das Krasse ist ja eigentlich, ich habe Leute bei mir in der Ernährungsberatung, die seit Jahren essgestört sind. Die kommen in ein Gespräch und dann glöckelt es denen da oben. Und ich habe einfach das Gefühl, etwa die, sie müssen einfach jemanden haben, der ihnen mal schnell die Realität aufzeigt. Und einfach sagt, hey, ich meine, meistens wissen sie ja schon vorher, dass das ein Scheiß ist, was sie machen. Aber wo ihnen vielleicht auch mal sagt, okay, gut, komm, jetzt schauen wir das Ganze nochmal an. Für was braucht dein Körper Kohlenhydrat? Wenn er kein Kohlenhydrat hat, was passiert? Und einfach, dass man einmal das Sachliche versteht und dass sie merken, hä, okay, das, was ich mache, macht überhaupt keinen Sinn und so erreiche ich auch nicht mein Ziel. Und ich glaube, das ist einfach mal wichtig, dass man auf den Grund der Tatsachen zurückkommt, dass man mal checkt, dass die ganze Energie, die wir als Essen verschwenden,
so für nichts ist. Ich sage euch, ich meine, ich rede aus Erfahrung. Ich habe Jahre damit verbracht, über das Essen nachzudenken. Mich tagtäglich fertig gemacht wegen dem Essen. Mich bestraft mit Essen, mich vor allem bestraft mit Nicht-Essen. Und das Thema, das kann so riesig werden, das kann deinen ganzen Kopf einnehmen. Und ich habe für nichts anderes mehr Zeit gehabt. Und ich glaube, wichtig ist einfach da zu sagen, ich könnte daraus rauskommen. Und wenn das Essen kein Thema mehr ist, und das ist ja das, was sich alle wünschen, alle wollen eigentlich wieder essen wie ein Kind. Einfach, wenn du Lust hast, isst du etwas auf das, was du Lust hast. Wenn du keine Lust hast, dann ist es auch gut. Und ich glaube, wenn ihr das schafft, kann ich euch wirklich versprechen, ihr werdet so viel Zeit haben. Weil ihr vergeudet momentan so viel Zeit an Gedanken, die nicht mal real sind. Das ist eigentlich noch das Krasse, oder? Also wir haben teilweise wirklich Gedankenmuster, dann, wo man auch weiss, unser Hirn verändert sich tatsächlich, wenn wir zu wenig Essen haben. Und dann kommen wir auf Ideen, die gar nicht realistisch sind. Und wir beschäftigen uns so lange damit. Es ist ja dann noch so scheiße, weil dann die Angstzustände entstehen, dass man dann sich so dreisteigert an einen Gedanken, der schon nicht real ist. Und dann spinnt man weiter und weiter und weiter und weiter. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was ich euch... Wir sind voll abgedriftet vom anderen Thema. Aber was ich euch sagen will, nehmt euch die Zeit, um euch um euer Essverhalten zu kümmern, wenn das nicht in Ordnung ist. Geht zu jemandem, der euch die Realität aufzeigt, der euch hilft, dass ihr normal könnt essen könnt. Dass ihr nicht als Essen denken müsst. Ich verschwende jetzt keinen einzigen Gedanken an meinen Mittag, an meine Nacht, an meine Ferien und an meine 9. Weil jetzt ist 9:30. Doch, jetzt muss ich noch 9 essen. Wenn ich keinen Hunger habe, ist sie keine. Ganz einfach. Weil es gibt euch so viel Raum und ihr könnt euch um so viel Schöneres kümmern. Ich verspreche es. Weil ihr habt einfach Zeit. Ihr habt auf einmal so viel Zeit, wo ihr euch könnt mit positiven Gedanken füllen und nicht euch die ganze Zeit fertig machen. So, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie das Video benennen. Aber ich hoffe, ganz viele von euch haben bis zum Schluss geschaut. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da unten. Und wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr hier noch den Kanal abonnieren. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Video für viele zum Hören. Und wenn ihr das Gefühl habt, es gibt irgendjemanden da draussen, der das Video sehen oder hören müsste, dann verbreitet es doch auch weiter. Weil das ist für mich eine riesige Herzensangelegenheit. Gerade auch, wenn es Leute erreicht, die es auch wirklich helfen können. Also, danke vielmals, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und bis bald.